Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Welche Verantwortung habe ich als Gläubige für andere Menschen? Wir lesen in Hesekiel Kapitel 33, wie Gott zu einem Propheten spricht und ihm seine Verantwortung zeigt. Ab Vers 7. Und nun, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du etwas aus meinem Munde hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Also, das, was Gott sagt zu diesem Propheten, dass er die Verantwortung trägt, und zwar, dass er das Volk warnen soll. Das heißt, wenn er eine Offenbarung von Gott bekommen hat, muss er zu diesem Volk diese Offenbarung weitergeben. Vers 8. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Wege zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das ist eine harte Warnung. Nun, wer ist ein Gottloser in diesem Kontext? Wir müssen bedenken, dass Gott an den Propheten Hesekiel sprach. Und Hesekiel kam aus dem Volk Israel. Das Volk Israel gehörte zu Gott. Das heißt, es waren keine Heiden, es waren keine Atheisten. Aber warum spricht er zu dem Volk Israel, wenn es ein Gottloser gibt? Gottlos bedeutet, dass jemand so lebt, als wenn es keinen Gott gäbe, obwohl man weiß, es gibt einen Gott. Das heißt, wenn ich lügen will, dann lüge ich. Ein Gottloser kann stehlen. Ein Gottloser bestimmt selber, was ihm gefällt. Ein Gottloser sagt, aber es gefällt mir so zu leben, im Ehebruch, was auch immer. Das heißt, dieser Mensch, der Gottloser, lebt so, als wenn es gar keinen Gott gäbe. Und nun, warum will ich zum Beispiel so einen Menschen nicht warnen? Ganz einfach, ich habe in meinem Leben recherchiert. Ehrlich gesagt will ich manchmal, wenn ich jetzt dem anderen über seine Sünde etwas sage, will ich die Beziehung zu ihm nicht verlieren. Ja, mir ist lieber, dass wir eine gute Beziehung zueinander haben, als wenn ich ihn warne und dann ist er sauer, dann ist er nicht zufrieden. Ich will nicht Außenseiter sein, ja. Schon wieder hat er mir etwas zu sagen. Das heißt, eigentlich meine Motivation, dem anderen über seine Sünden etwas nicht zu sagen, ist es, meinen Frieden, meine Ruhe zu haben. Und deswegen am besten lass ihn leben, lass ihn tun, was er will. Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen, aber ich will in Ruhe mein Leben leben. Und wenn es so einfach wäre, aber Gott gibt Hesekiel diese Verantwortung, weil er im Kontext dieser von diesen Menschen lebt. Das sind seine Landsleute. Und genau so legt Gott diese Last. Wenn dieser gottlos stirbt und du hast ihn nicht gewarnt, werde ich das Blut von dir fordern. Und es ist etwas, was eigentlich eine harte Botschaft für uns ist, wenn wir schweigen. Schweigen und den Gottlosen nicht davon sagen, dass Gott diese Menschen richten wird. Und Vers 8. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre und er will von seinem Wege nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Aber du hast dein Leben errettet. Ihr Lieben, und das ist etwas, wozu Gott uns einlädt, die anderen Menschen zu warnen. Gott ist heilig. Ja, wir sind geschaffen
zu seiner Ehre zu leben. Wir sind geschaffen, damit wir nach seinem Gesetz wandeln. Und unsere Aufgabe, wenn du Gläubiger bist, den Menschen zu warnen, dass es gibt ein Gericht, es gibt Himmel, es gibt Hölle, es gibt den gerechten Gott, der uns zur Rechenschaft ziehen wird. Und ich wünsche dir, dass du in dieser Verantwortung vor Gott lebst und keine Scheu hast, den anderen davon zu erzählen. Denn letztendlich haben wir eine gute Botschaft, dass Menschen sich umkehren können, zu Gott kehren sollen und mit ihm leben. Gott segne dich darin.